San Siro, grüßt euch liebe Freunde, mein Name ist Eismännchen, liebe Community, ganz herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Serie A mit dem ersten Topspiel direkt gegen Juventus Turin. Und nachdem wir ja ordentlich gestartet sind, jetzt haben wir die erste echte Standortbestimmung gegen den unangefochtenen Meister der letzten Jahre, die Juve. Die alte Dame ist anwesend und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns hier verkaufen. Das an. Das Ding ist rappelvoll und ich habe eine kleine Überraschung in der Innenverteidigung, da alle Innenverteidiger außer Boketti vorne und unten haben, was für mich unglaublich ist, spielt heute Boketti in der Innenverteidigung neben Alex. Also sowohl Marquinhos als auch Rami draußen, weil sie waren auch richtig schlecht. Und ihr seht hier den Neuzugang Hugo Lloris für über 50 Millionen, hat Juve den, glaube ich, verpflichtet. Passt mir persönlich überhaupt gar nicht in den Kram, dass der hier bei denen spielt. Heute zumindest nicht, ja. Ihr seht es also. Alves mit Alex, Boketti und Kurzawa hinten drin, Fernandinho, Tielemans, Abed Harab, Costa Menes und El Shaarawy. Costa muss ich eben erstmal noch finden, das dauert seine Zeit. So, gucken wir eben mal, was der Gegner dagegen stellt. Die Monster aus Turin. Mit Lloris, mit Lichtsteiner, Basali, Chiellini und Evra da hinten drin, das ist wohl ganz klar. Dann Marchisio, Vidal, Pereira, Pogba, Llorente und Carlos Tevez. Also das ist eine richtig harte Truppe und ich bin gespannt, wie wir gegen die abschneiden. Das Spiel heute gibt es komplett und ihr seht ihr einfach mal Buffon auf die Bank setzen. Das ist natürlich, läuft bei euch, würde ich sagen. So, und dann hinein ins Spiel hier, die Juve in Weiß, wir im Klassiker-Rot. Auf geht's! Ein Derby d'Italia war das ja fast schon, ne? Hieß das nicht so? Bin ich, wie gesagt, nicht so der Kenner. Das war jedenfalls erstmal ein Hallo-Wach von Fernandinho für den Rest der Gesellschaft. Das ist Costa. Das ist immer noch Costa. Und das ist Fernandinho. Der sieht Kurzawa. Fernandinho. Das ist El Shaarawy. Der hat das Tor ein paar Mal gemacht. Lichtsteiner schön vernascht erstmal hier. Ah, einer dazwischen. Schade, da hätte Tarab gut gestanden. Tarab zum Glück rechtzeitig fit geworden für dieses Spiel. Für mich unverzichtbar. Jetzt muss El Shaarawy nach hinten. Na, wunderbar. Fernandinho ist da. Boketti, das ist er übrigens. Die Leihgabe von der Roma, bin ich der Meinung. Ist er? Tielemans, jetzt kommen sie. Jetzt kann Alves mal gehen. Alves, Costa unten. Costa legt ab. Oh, kommt über Unwege bei Tarab an. Der tritt mit der Hacke da drauf. Costa, das ist Ecke. Ecke für uns. Also immerhin haben wir uns mal durchkombiniert da in den Raum. Und die Ecke kommt natürlich von Abel Tarab. El Shaarawy will er hoffentlich ablegen, da kommt er gar nicht hin. Oh, 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 was ist das da? Carlos Tevez gegen Boketti. Oh, 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 hinterher, Junge. Mach nur den Raum zu. Machen, hast denn wunderbar. Gut gestellt. Oh, Tevez rennt jetzt aus. Er war wahrscheinlich von Bokettis Nase so überrascht, dass die auf einmal hinter ihm hängt. Sehr geil. Kurzawa, Boketti, Fernandinho. Auf El Shaarawy. Ja, Menes war auch mal am Ball. Das ist Fernandinho. Tielemans. Aber der Tarab muss da ein bisschen kommen. Costa. Natürlich ist er da unten. Dani Alves. Das wissen wir doch alle. Deswegen habe ich ihn ja verpflichtet. Alter, was eine Grätsche. Vorteil. Tielemans. Nimmt den Ball nicht richtig an. Was macht der Marquisio da? Och komm, hör auf. Und das ist eine Verletzung von Alves. Das war ja. Das ist der Fußbruch, ist das ja. Und er pfeift es nicht, dieses Arschloch. Komm, ey, das war fast ein Fußbruch. Da kommt ihr bei Abate jetzt natürlich. Also, das kann ja nicht wahr sein. Das ist auf jeden Fall ein Fußbruch. So wie der Fuß dahin gerade. Guck mal nochmal. Alter, das ist doch rot, Leute. Wenn ich das jetzt im Nachhinein so sehe. Das ist doch einfach nur rot. Und was gibt es? Nicht mal eine Verwarnung. Danke nochmal an die Schiedsrichterball. Was ist hier eigentlich los? Alter, ey. Überall Mafia. Tevez. Ja. Ja, genau. Halt da noch da, du Arsch. Hoppala. So, Alex zeigt dir mal deutlich. Ey, und wieder kriegt er einen mit da. Sind die bekloppt oder was? Abate ist aber jetzt erwähnt im Spiel. Der weiß gleich, wo er hier abgeholt wird. Achtung, Tevez. Klasse Aktion, aber wir sind da. Auch klasse Aktion. Ich bin der Meinung, das war Fernandinho. Da ist er, Fernandinho. Super gegen Tevez da. So, El Shaarawy, jetzt haben wir Platz hier ab. Der Tarab, jetzt muss er sich mal zur Not im Zweikampf ein bisschen beweisen. Aber das geht gar nicht, weil die gewinnen jeden Zweikampf. Da ist er, Tarab. Ja, zieh mir in die Mitte, hast du dir gedacht, Junge. Ja, steckt durch auf Menes, macht er! Menes! Ja! Klasse Spielzug! Tarab auf Menes, 1-0 für Milan. Die Juve guckt blöd aus der Wäsche, nachdem sie hier rumtreten wie die Geistesgestörten, gibt sie gerechte Strafe. Milan 1, Juventus 0 im Derby d'Italia. Guck mal, Ade Tarab
Und was für ein Päschen da für Menes. Der sagt auch der direkte Dankeschön dafür. Super. Sehr, sehr geil. Jeremy Menes, erstes Saisontor, 1-0 für Milan. Und das ist ja verdient oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Es ist zumindest überraschend im Moment. Pogba. Weil Juve macht klar die Musik hier. Eindeutig. Paul Pogba. Das ist Lichtsteiner. Abate ist da. Kein Problem. Sauber war das. Fangen hier rum zu flennen, Junge. Das war sauber. Hoch 10. Marchisio. Hoppala, hoppala, hoppala. Hier schon wieder alles los. Und oh! Das war wohl Pereira, der an den Pfosten geschossen hat. Kurzawa. Mutig, dass er das Dribbling nimmt. Ah, der Tarab. Über den geht alles jetzt. Tarab. Jawohl, schöner Trick hier. Ah, scheiße. Wenn er den durchkriegt auf El-Sharawi da oben, wird es interessant. Klasse. Das war wieder Fernandinho, bin ich der Meinung, der Tiedemanns diesmal. Beide Sechser sind auf jeden Fall im Spiel. El-Sharawi, Fernandinho. Tarab. Auf Menes. Ach, den wollte er weiterleiten. Scheiße, aber da ist er noch. Heiß, Vidal Penta. Ja, Tiedemanns, das war stark. Jetzt mit Tempo nach hinten arbeiten gegen Tevez. Abate gegen Marchisio. Auf den wird jetzt ankommen. Marchisio war der Alves ins Krankenhaus tritt. Und ich wette mit euch, das dauert länger. Sehr gut, den haben wir geholt. Menes, Ruhe reinbringen jetzt mal. Das ist Tarab. Da gibt es keine Ruhe, wenn Tarab am Ball ist. Da geht es nur ab. Das ist Ignacio Abate. Und der mit einem wunderbaren Ball. Und den kriegt Tarab nicht mehr. Wenn er den direkt nehmen kann, hat Lorin ein Problem. Schade. Hugo Lloris mit dem Abstoß für die Juve. Den gewinnen wir den Kopfball. Das ist Fernandinho. Raus auf El-Sharawi. Ja, komm. Genau. Da ist Tarab. Ah, fuck off. Lorente. Hat er Glück gehabt. Tielemans. Fernandinho, der kämpft sich in das Spiel rein. Der ist gut dabei. Auch wenn er gerade seine Position so ein bisschen verloren hat. Da Blatt gemacht hat er den Lorente jetzt. Ja, holten euch zusammen. Oh, ganz starker Ball auf Evra. El-Sharawi ist aber hinten. Stefan El-Sharawi, Eckball. Stark gemacht vom Stürmer, dass er da so weit zurückgeht. Fernandinho gegen, ne, Fernandinho sage ich schon, gegen, nein. Fernandinho bei der Ecke dabei. Zweite Mal Aluminium. Pogba. Mein lieber Mann. Also wenn sie kommen, dann kommen sie mit Macht. Das muss man hier lassen. Das ist Bocchetti. Seines Zeichen Verteidiger. Fernandinho, tritt drauf. Gut, ab der Tarab. Klack, hat er wieder einen stehen lassen. El-Sharawi auch wunderbar gemacht. Jetzt Kurzawa da oben. Menes. Jeremy Menes. Ja! Yeah! Tor zur richtigen Zeit. 2-0. Zweite Tor von Menes. Und Kurzawa mit einer wunderbaren Flanke. Und den macht Menes aber sowas von klasse gegen Chiellini. Lichtsteiner will ich da keinen Wurf machen, aber Chiellini steht so schlecht zum Ball. Und da kann der kleine Franzose einköpfen. Jeremy Menes zum Zweiten. 45 Minuten sind schon durch. Also es ist gleich Halbzeit, auf gut Deutsch gesagt. Marchisio. Pogba. Das ist mal gar nichts gewesen. Tielemans. Und es ist Halbzeit. Es ist Halbzeit. Wir führen zu Hause im San Siro 2-0 gegen die Juve. Sehr geil. Juve, die immer dominant sind. Die anderen Spiele, Roma gegen Cagliari, Inter 1-0 hinten mit dem Lukas Podolski-Junge. So, wir haben sogar mehr Ballbesitz, das ist ja Wahnsinn. Es gibt momentan keinen Grund, irgendwas zu ändern, aber Tarab, der wird nicht durchspielen können, das ist wohl klar. So, bin ich mal gespannt, was wir in dieser zweiten Halbzeit noch erreichen können. Fernandinho. Wir sollten das 2-0 jedenfalls nicht aus der Hand geben. Abate, Tielemans, Abate, das ist Costa. Das ist Menes, der wartet auf Costa. Da hat Costa den Ball. Hoppala, das ist doch faul. Jetzt wird auch mal gepfiffen. Wird auch mal Zeit. Und das ist mal gelb. Mann, 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 Mann. Das sind aber ein paar Treter, du. Wenn sie mal einen Zweikampf verlieren, dann heulen sie gleich rum hier. Ja, Evra, da brauchst du gar nicht rumheulen. Das ist ganz klar von hinten. Andere hätten dafür rot gekriegt. So, El-Sharawi bringt den da rein. Nein, da kommt er nicht hin. Schade, Costa. Hätte ich ablegen sollen, war ich mir gerade unsicher. Ja, Leute, ich denke, das sieht ganz gut aus, oder? Jetzt kommt erstmal Hugo Lloris ins Spiel, der den Ball jetzt abschießt. Gott, abschießt nennt man das wohl ja nicht. El-Sharawi kann Evra anlaufen, das ist gut. Ah, da ist er dazwischen. Menes.
Ah, das nützt ihnen gar nichts. Thielemans, hätten wir besser ausspielen müssen mit Menez. Also, Gretchen tun sie wie die Großen. Stefan El-Shaarawy. Weit nach hinten auf Costa, der legt auf Fernandinho, der direkt. Was für eine Parade von Ugo Lloris. Was für eine Parade. Aber was für eine Kombination auch von uns. AC Mailand in dieser Saison wohl wieder endlich für Spektakelfußball zuständig. Über Jahre nicht da. Neuer Trainer, viele, viele, viele neue Spieler, aber das sieht schon nach tollem Fußball aus. Egal, wie dieses Spiel letztendlich ausgehen wird. Ey, sag mal. Ja, brauchst gar nicht rumholen hier. Da ist der erste Wechsel. Pirlo kommt ins Spiel, der 100 Jahre alte Andrea Pirlo. Aber ich sollte mich mit Demut zeigen vor Pirlo. Das ist ein echter Typ. Thielemans. Costa. Er hat einen schweren Stand bisher. Alter, und wieder geht der da in die Beine, der Evra. Vollkommen geisteskrank, Costa. Sehr schön. Tarab kommt nicht hin. Lloris ist da. Gute Idee, trotz allem wieder die Schnittstelle zu suchen. Das klappt ganz gut bisher. Normal komme ich sehr viel über die Außen. Das klappt hier bisher nicht so mit Milan. Aber dafür habe ich auch Tarab in der Mitte. El-Shaarawy. Klasse, Fernandinho. Da ist Tarab. Gute Aktion. Oh, Menez zeigt es an und geht da nicht. El-Shaarawy läuft hier Wege. Das ist stark. Und Fernandinho macht sein bestes Spiel im Milan-Trikot. Und da hat er ihn schon wieder geblockt. Leider zum Gegner. Aber da nimmt er ihn weg. Klasse. Klasse. Pech. Oh, Pech. Costa bleibt stehen, die Nutte. Lorette. Lorente meine ich. Lorette mal. Vollkommen verrückt, der da ist. Vollkommen verrückt. Typ, der. So. Vollkommen verrückt sind die hier alle. Das war gut. El-Shaarawy. Bocchetti. Der sollte jetzt eigentlich nicht mit nach vorne. Aber egal, dann spielen wir den mal lang auf El-Shaarawy. Der war niemals im Abseits. Macht er ganz nett. Oh, in den Rücken. Menez. Damit habe ich nur gar nicht gerechnet. Das war Menez zum dritten Hattrick vom Franzosen. Und da haben sie wirklich mitgeholfen. Den Ball habe ich schon abgegeben. Da hatte ich schon gedacht, die Flanke war einfach scheiße. Und Jeremy Menez, Dankeschön für die Hintermannschaft bei Chiellini. Leute, bei Chiellini da hinten sagt er Danke. Guckt euch diesen Bock an da hinten. Ach du Scheiße, ey. Beide so dünne. Der Ball war für mich zweimal weg. Und dann ist Menez da und sagt vielen Dank für Speis und Trank. Menez darf jetzt auch den Platz verlassen. Costa ziehe ich mal eben in die Mitte rein. Dafür wird der Kollege Adama Traoré kommen. Marco van Ginkel für Adel Tarab. Und mehr können wir ja gar nicht, ne? Ah ne, dann werde ich Wellington nehmen bringen. Macht mehr Sinn. Und gut ist. Können wir nochmal schön kontern hier. 3-0. Vasali und Chiellini stellen sich an wie Schuljungen. 70 Minuten. Und ihr seht es ja. Es ist ja nicht so, als würden wir die an die Wand spielen hier. Die machen Fehler. Das ist unglaublich. Und da kann ich ja nichts für. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und da kann auch keiner was von Langeweile erzählen. Dieses Spiel hier gewinne ich ja wirklich nur, weil ich Glück habe. Weil die so schlecht sind. Adama Traoré. Und den solltet ihr euch genau angucken. Ein richtig geiler Typ. So, Alex macht den Raum hier zu gegen Lorette Mar. Achtung, Vidal. Oh, nicht so wegbleiben, Leute. Nicht so wegbleiben. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Pfostenglück. Alter, jetzt haben wir echt Glück. Ich red mich hier in Rausch und dann haben wir echt Schwein. Dann hätte das nochmal, naja, nicht übel ausgehen können, aber es hätte zumindest die Weichen in die zumindest nochmal die Spannung stellen können. Das wollen wir nicht. Bocchetti, Fernandinho. Das ist Thielemans. Fernandinho, sehr gut. Wellington nehmen. Und wird wieder hier einer gefoult. Mal wieder zur Abwechslung. Thielemans durch auf Ignacio Abate. Wieder eine Flanke. Costa hat Pech, weil Vasali schon wieder indisponiert ist. Ey, das gibt es gar nicht. Was ist denn mit denen da hinten nicht richtig? Costa, gut geholt. Fernandinho. Costa. Oh! Scheiße, da steht immer diese Horst im Weg. Die stehen aber nur im Weg. Die haben ja nur Glück. In dem Fall. Auch wieder hier. Unglaublich, wie die den Ball da gewinnen können. Aber auch genug Scheiße gebaut bisher. Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Der Ball ist doch lang weg, oder? Ich laufe mal lieber hinterher mit El-Shaarawy in der Evra. Ja, den bringt er zum Torwart. Das ist okay. Fernandinho. Fernandinho ist angekommen. Um es mal auf Deutsch zu sagen. El-Shaarawy. Auch der. Endlich. Mit guter Form. Costa kreuzt sehr schön da raus. Sehr schön macht er das. Und er ist sehr schön abseits. Hab die Fahne nicht gesehen. Jetzt kommt noch Matri für Pogba. Das ist jetzt auch vollkommen Latte bei diesem Spielstand. Unglaubliches Ergebnis. Unglaublich effektiv sind wir vor allen Dingen. Das ist unglaublich. Wenn ich jetzt überlege, was wir mit Barca und Bayern für Chancen verknüppeln, dann spielen wir mit Milan und auf einmal geht es hier
mit jedem zweiten Schuss ins Tor. Das hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Das war auch mutig, kann man aber mal so machen, nehmen. Ja, komm, jetzt gehen wir ab hier oben. Wenn ich nehme und jetzt spielt er den Ball da hoch. Nein, er spielt den Ball auf Costa, da sollte er doch gar nicht hin. Scheiße, da sollte hoch zu Adama Traoré, damit er einmal antreten kann, der Junge. Dann wollte ich einmal zeigen hier, was der kann, wenn ich schon mal ein ganzes Spiel habe. Und dann komme ich natürlich nicht mehr an den Ball, wenn ich euch mal was zeigen will. Das ist ja immer so. Ey, Junge. Das sind zwei Kämpfe hier, die sind vom Feinsten. Ja, wieder für die. Ja, dann ist das Thema erledigt. Dann sehen wir das leider nicht mehr. Und dann ist das Spiel jetzt durch. Da kommt nochmal Evra. Den bringt er nochmal an. Das meine ich. Also im Moment ist das merkwürdig, weil wir auch so echt wie Horst nichts verteidigen. Das sieht aus, als wäre es aus. Jetzt komm. Kurosawa. Nein, jetzt kann ich den Ball nicht mehr zu Traoré spielen. Mann, Schiedsrichter. 3-0 gewonnen. Unglaublich. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Unglaublich, dass wir dieses Spiel 3-0 gewonnen haben. Mit 4 Torschüssen. 3-0 gewonnen. Und ich mit 3 Treffern in 4 Schüssen. Wir linken nehmen mit einer 4-2. Das ist ja so lächerlich. Aber egal. Wir überleben es. Wir überleben es mit der 4-2, weil dem Ball da eben, kann er ja nichts für, wenn ich den Controller dahin drücke. Egal. 3-0 für die Roma. Es wird mal Zeit, dass wir auf die Tabelle gucken. Die sieht hochinteressant aus, denn die Roma führt vor uns. Ach du Grüne, wir sind Zweiter. Die Roma Erster, wir sind Zweiter. Inter Fünfter, Juve Elfter. Durch die Niederlage. Interessant, Florenz mit Gomez 16. So ein bisschen merkwürdig sind die Dinger schon. So, was haben wir jetzt hier? Ja, 3 Monate, das war mir klar. Gebrochener Knöchel, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Tarab ist wieder dabei, aber das ist eine Frechheit gewesen, dass das keine rote Karte ist. Dani Alves macht hier so einen Antritt, Alter, und wird da in Anführungsstrichen so in den Arsch getreten. Das finde ich richtig übel. Richtig übel. Tut mir leid für Dani Alves, der jetzt 3 Monate die komplette Vorrunde fehlen wird. Guck mal, alle Innenverteidiger einfach scheiße, Junge, das gibt's geil. Deswegen sind wir auch so dünne im Moment, aber egal. Ja, wir haben das Ding gewonnen, oder? Wir haben es gerockt und Turin geschlagen. Welcher Spieler hier? Van Ginkel. Ah ja, der spielt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, was er für Probleme hat. Ist ja auch egal. War das erste Spiel, wo man nicht gespielt hat. Der Junge soll sich mal mit dem Kopf machen. Der ist nämlich eh nur ausgeliehen. Startnummer für Eismännchen, das denke ich auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt bald wieder rein, wenn die nächsten Spiele kommen. Mit dem AC Mailand gegen Empoli. Cesena, dann kommt, was haben wir als nächstes dann hier, Chievo Verona, dann kommt Hellas Verona, dann kommt der Gomez und dann kommt Cagliari und dann kommt auch bald der Poldi da unten, wie ihr seht. Alles klar? Also heißt, ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus, ciao und dann rein.